Sie können direkt weiterjubeln. Lothar Matthäus hat zum 5. Mal geheiratet. So. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Lothar Matthäus hat zum 5. Mal geheiratet. Sieht man auch, über dem Deutschlandadler sind 5 Ringe mittlerweile. Das hat niemand. Ich glaube, Lothar Matthäus denkt, irgendwann muss es mit dem Ring ja mal klappen. Und genau das habe ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch ganz lange gedacht. Aber ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Und also, das muss man sich mal vorstellen, wenn man mit Lothar Matthäus befreundet ist, stellen Sie sich das mal vor, da ist man ja permanent pleite, weil man immer irgendwelche Hochzeitsgeschenke mitbringen muss. Da überlegt man sich zweimal, ja, ob man da noch eine tolle Couchgarnitur schenkt beim nächsten Mal. Ja. Weil man denkt, habe ich jetzt schon 5-mal gemacht, ich bin komplett blank. Aber jetzt ist es die ganz große Liebe, glaube ich. Ich glaube, jetzt hält es für immer, oder? Noch jemand der Meinung, wer meint, es hält für immer? Ja, alle diesmal überzeugt. Es sind alle diesmal überzeugt und natürlich ich auch. Viele lästern immer über Lothar Matthäus, ja. Aber wenigstens heiratet er die Frauen, die er anbumst, ja? Das, ja, das ist noch ein Gentleman, ja? Er sagt, hier, kurz angefasst, einmal reingesteckt, ja, heiraten, klar. Da bin ich Ehrenmann. So, und welcher Song wurde auf der Hochzeit gespielt? Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich habe das Geschehen noch mal für Sie zusammengefasst, auch musikalisch. Habe mich an einer großen, alten, bekannten Idee orientiert. So, Lothar Matthäus hat geheiratet, Wahnsinn, oder? Und wieder so eine Ost-Tussi, deren Namen man sich eigentlich nicht merken braucht. Ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, aber ich habe sie einfach mal so genannt. Ich erzähle noch mal die Geschichte, so war es. Er traf sie irgendwo, allein im Kosovo, Danuta. Ja, das muss ein bisschen härter kommen. So ein guter Name, ne? Danuta. So heißt man doch in Osteuropa, oder? Nochmal, also. Er traf sie irgendwo, allein im Kosovo. Danuta. Danuta. Ja, schwarz war ihr Haar, die Möpse wie zwei Bälle. Hurra. Dann hat er ihr verschmitzt, die Lippen aufgespritzt. Danuta. Ja, doch bald ist er frei und die nächste kommt vorbei. Aus der Walachei oder der Tschechei oder Mongolei oder auch Hawaii oder Norderney oder sogar 2 oder sogar 3. Ich wär mit dabei. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Gestern lief auf Sat.1 zum ersten Mal Hochzeit auf den ersten Blick. Dort müssen sich Menschen heiraten, die sich nie zuvor gesehen haben. Die treffen sich das erste Mal im Standesamt oder in der Kirche, ja, und müssen dann sagen, jo, mach ich. Ja. Und also wie bei Lothar Matthäus im Prinzip. Ja. Nur, dass das Ganze noch bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Und mit einem Computerprogramm werden die Übereinstimmungen der Kandidaten bestimmt. Und dadurch wird dann ermittelt, wer zu wem am besten passt. Schauen Sie mal. Bea und Tim, ein Traumpaar? In allen Analysen haben sie sehr hohe Übereinstimmungswerte. Nach Beas schlechten Beziehungserfahrungen ist ihr Treue sehr wichtig, ebenso wie Tim. 92% Übereinstimmung. Sex spielt bei Bea und Tim eine wichtige Rolle. 85% Übereinstimmung. Beide sind eher dominante Menschen, 89% Deckung. Das gleiche Bild bei Bindungsfähigkeit, 89% Übereinstimmung. Allerdings liegen die Werte zum Einfühlungsvermögen weit auseinander, 57% Übereinstimmung. Da man Empathie aber lernen kann, sehen die Experten darin kein Problem. Insgesamt haben die beiden eine überdurchschnittliche Deckungsquote. Matching-Expertin Ingrid Strobel ist sich sicher, die Chancen für eine glückliche Beziehung sind sehr gut. Was ist das für Matching-Experten? Beide total dominant, passt. Was wollen die, dass sie sich gegenseitig in die Fresse hauen oder was? Passt doch nicht, wenn beide
beide dominant sind. Passt alles. Er ein Mann, sie auch. Ja? Super. So, und da passten offensichtlich hier ja dann sehr viele Sachen zueinander. Selbst in der Kategorie sich von einem TV-Sender total verarschen lassen, waren beide genau gleich. Ja. Hier, nach dem System habe ich damals auch Elton kennengelernt. Da war auch alles gleich bei uns, nur beim Appetit lagen wir total auseinander. Und wir haben dieses Matching mal gemacht für Lothar Matthäus und seine neue. Schauen Sie mal, das sieht wie folgt aus. Ja, also Treue ist nicht so wichtig, Einfühlungsvermögen. Dann bei ihr ist Bling Bling sehr wichtig, dann Bindungsfähigkeit sind sie gleich. Und bei ihm ist Ficky Ficky ganz weit vorne. Also, passt!